Eva, welche Farben gefallen dir im Sommer denn besonders gut? Also diesen Sommer liebe ich alle Pastelltöne, vor allen Dingen nach dem langen grauen Winter und der eingesperrten Zeit. Und Pastelltöne lassen sich halt auch wunderbar kombinieren. Ein zartes Lila, ein zartes Pink, ein sonniges Gelb oder auch ein Grün. Man sieht das auch so ein bisschen an meinem Kleid heute hier. Und ich finde, das strahlt so viel Fröhlichkeit aus, es ist einfach wohltuend. Dein heißester DIY-Tipp für warme Tage? Gerade im Sommer arbeite ich natürlich gerne auch draußen, aber noch lieber liege ich irgendwo in der Sonne, am Rhein oder am Strand. Und deswegen greife ich in letzter Zeit lieber noch zu akkubetriebenen Sprühgeräten, weil dann bin ich noch schneller und unkomplizierter mit meinen Arbeiten draußen fertig und kann die Badesachen einpacken. Was liebst du denn am meisten an deinem Job, Eva? Ich liebe am meisten an meinem Job, dass er einfach wahnsinnig kreativ und abwechslungsreich ist. Ich kann jederzeit neue Räume gestalten, Außenbereiche, mit wenigen Mitteln teilweise ganz tolle Effekte erzielen. Bei mir sieht nie ein Tag gleich aus. Und was will man mehr? Es gibt keine Langeweile, sondern immer wieder was Neues. Schnell gefragt, schnell geantwortet. Strandbar oder Eiskaffee? Strandbar. Sommerurlaub oder Schneevergnügen? Sommerurlaub. Heimwerken oder in der Sonne liegen? Ach, die Mischung macht's. Designklassiker oder neueste Trends? Hier auch die Kombi. Lounge oder Hängematte? Hängematte.